Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Rejuvenation. In der letzten Folge sind wir geflüchtet von der Insel bzw. aus dem Schloss und dabei sind leider ein paar schreckliche Dinge passiert und ja, heute gucken wir mal, was uns hier so erwartet. Warum kämpft er? Warum kämpft er? Was ist los mit ihm? Meine Mutter wurde umgebracht und willst kämpfen? Oh, ist das der... Der, von dem ich XP sammeln kann, das wäre nicht schlecht. Das brauchen wir, glaube ich, nämlich definitiv hier nach. Oh, sehr schön. Oh, hat der aber viel. Okay. Dann machen wir mal weiter. Oh. Fies von ihm. Habe ich schon gesagt, fies von ihm? Fies von ihm. Oh, das hat wenig Schaden gemacht. Ich hatte gehofft, das macht mehr, aber Vergiftung regelt. Oh, da kannst du echt gut Level sammeln. Eigentlich hatte ich nicht den Plan, hier das jetzt zu machen, aber läuft schon. Oh, das macht auch keinen Schaden. Alles klar. So, Freundchen. Weg mit dir. Oh ja. Daher haben wir XP. Ich dachte schon, was kämpft ihr? Einfach ein random Trainer gegen mich. So. Die können wir gleich verteilen, würde ich sagen. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns, ich war auch, wenn die Folge gerade erst angefangen hat. Wir sehen uns gleich wieder. Ich mache hier einen Cut und level eben meine Pokémon alle auf Level 40. So, Leute, alle sind Level 40. Ich würde sagen, weiter geht's. Wo muss ich denn hin? Hi. Tut mir leid wegen deiner Mutter, Miri, wenn ich nur stärker gewesen wäre. Ich bin nur nicht so gut im Kämpfen, aber das sollte ich sein, denke ich. Tut mir leid wegen deiner Mutter. Sorry, ich weiß nicht, wie man mit sowas umgeht. Ich habe gar keine Ahnung, wo ich hin muss. Wenn wir erstmal in Aqua Town sind, dann werde ich mein Haus dreimal sauber machen. Nur um zu zeigen, wie sehr ich es wertschätze. Oh. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Das ist ein bisschen ungeschickt, würde ich sagen. Oder was sagt ihr? Ist das hier das Hauptdeck? Naja. Miri. Miri, geht's dir gut? Wie fühlst du dich? Ich habe mir so Sorgen um dich gemacht. Die ganze Zeit, ich freue mich, dich hier draußen zu sehen. Ja, es ist gut, dich zu sehen. Miri, ich muss dir nur sagen, wie leid es mir tut, was passiert ist. Ich wollte wirklich deine Mutter holen, aber als ich mit dir gesprochen hatte in den Dungeons des Schlosses... Was, das kann nicht dein Ernst sein. Das kann ich nicht zulassen. Bitte, Emma, falls Miris Leben in Gefahr ist, erlaube mir, mich zu opfern. Für alle, damit alle sicher sind. Wie kannst du so etwas Schreckliches von mir zu verlangen? Das möchte ich nicht sehen. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir... Ha, ist okay. Ich habe das entschieden. Ich habe meinen Frieden damit gemacht. Ich bin nur ihren Wünschen gefolgt. Das war das, was sie von mir wollte. Tut mir leid. Danke, dass du das verstehst. Es bedeutet mir viel. Wenn man etwas über deine Mutter sagen kann, dann ist es, dass sie einer der mutigsten Menschen ist. Sie hat ihr Leben gegeben, um uns zu retten, um dich zu retten. Das Opfer werden wir niemals vergessen. Wie auch immer, wenn wir das hinter uns lassen, gibt es etwas, was ich dich fragen möchte, Melia. War deine Aufgabe, Miri zu retten, der einzige Grund, warum du in Black Steeple warst? Es gab einen größeren Grund, aber... das war der größte Grund, aber es war nicht der einzige. Ich wurde geschickt, um herauszufinden, was im Schloss los ist und warum Team Xen so viele Leute dort gefangen hält. Ich habe interessante Dinge herausgefunden. Black Steeple Island besteht aus zwei Landmassen und zwei Schlossstrukturen, okay. Ich habe das zweite Schloss selbst gesehen, als ich dort in der Nacht unterwegs war, aber ich konnte nicht nah genug rankommen. Es war eine Art Barriere drumherum aus irgendeinem Grund. Eine Barriere? Das muss bedeuten, dass es irgendwie geschützt ist. Ja.
Und ich habe rausgefunden, was auch immer sie verstecken, dass es so geheim ist, dass nicht mal Xen-Admins dorthin dürfen. Irgendwas so geheimes, dass nicht mal die Admins dorthin dürfen? Darf nur Madame X in das Schloss. Was könnte so geheim sein, dass sie es nicht mal ihren eigenen Mitgliedern zeigen? Nun, das können wir nur raten, aber es macht mir Sorgen. Ja, mir auch. Ich will nicht mal drüber nachdenken. Außer, um uns zu töten, warum haben sie uns gefangen genommen? Neve hat etwas gesagt, dass sie Energie von Menschen wollen. Er sagt, dass Konflikt und Kampf eine besondere Art von Energie kreieren würden. Die Nutzung dieser Energie weiß ich aber nicht. Okay, ich möchte nicht mehr darüber reden. Ich fühle mich wirklich nicht gut. Ich werde woanders hingehen. Bis später, Leute. Ja, ich denke, das ist ziemlich düsteres Zeug. Ich hoffe, ich habe ihr nicht wirklich Angst gemacht. Ach, ihr geht schon gut. Elita ist stark, aber ich denke, wir sollten auch wieder reingehen. Wie lange braucht es noch, bis wir in Aqua Town sind? Oh, wahrscheinlich früh am Morgen. Wahrscheinlich nicht mehr lange. Okay, danke. Vielleicht sollte ich auch reingehen. Es ist ganz schön kalt hier draußen. Wenn du mit jemand reden musst, dann komm zu mir. Warum ist sie denn jetzt nicht gestorben? Das muss mir einer erklären. Leute, erklärt mir Dinge. Okay. Adam, hi. Sieht so aus, als wärst du unterwegs. Das ist gut. Die Luft wird dir helfen. Okay. Sind wir jetzt gerade in der Ruhe vor dem nach dem Sturm oder vor dem Sturm? Ich bin nicht sicher, aber ich hoffe, es könnte immer so friedlich sein. Jo. Reden wir mal noch mit den Leuten. Ja, es ist ein Schiff zum Kämpfen. Was auch immer Tim Xen damit will. Oh, ich dachte, ich komme von hier. Anscheinend nicht. Ah, Augustus, hi. Wir sind bald da. Okay. Und was ist ganz hier oben? Nichts. Aussichtsturm. Auch schön. Na gut, dann gehen wir mal wieder rein. Melia, ich bin verwirrt. Wo geht sie hin? Wo ist sie hingegangen? Sie ist fort. Jetzt erzähl mir, warum du nicht gestorben bist. Ich bin so verwirrt. Miri, ich hätte nicht gedacht, dass du so schnell hierher kommst. Es scheint so, als wäre dieses Schiff dafür gemacht, dass man kämpft. Ich meine, es ist ein Kampfschiff. Ich weiß nicht. Dieser Raum zieht mich irgendwie an. Hey Miri, wie wär's mit einem Kampf? Es ist so lange her seit unserem letzten. Wir haben immer noch einen ganzen Tag, bis wir in Aqua Town sind und dadurch können wir die Zeit überbrücken. Außerdem möchte ich ein Rematch. Diesmal werde ich gewinnen. Okay. Stärke ist wichtig, aber es gibt mehr im Kampf als nur Stärke. Es ist wichtig, dass man immer aufpasst und den Gegner als Gleichberechtigten sieht. Dein Gegner zu unterschätzen, wird nur in einer Niederlage enden. Miri, du bist so stark geworden, aber ich auch. Oh, sie sieht so anders aus. Sie sieht auch anders aus, oder? Ich bin verwirrt. Togekiss, das kennen wir schon. Oh, die Attacke kennen wir. Bei Hundemon war sie schon sehr unlustig. Ah, du warst gar nicht. Du warst gar nicht Togekiss, wie fies. Okay, dann wechseln wir mal. Weil ich nicht möchte, dass meinem Deponitox etwas passiert. Das reicht doch jetzt wohl. Dankeschön. Togekiss, jetzt kommt das echte Togekiss. Alles klar. Einmal Steinkante. Aurosphäre, okay. Oh, jetzt geht's daneben, ist eher ernst, oder? Oh, fies. Ich habe mit 2 KP überlebt. Das war so gecheatet, okay, von mir. Also von mir war es gecheatet, nicht von ihr. Von mir. Na, ob Sonnenfeld schneller ist als ein Gardevoir, ich würde ihm gerne Steinkante reindrücken. Nee, leider nicht. Na gut. Hätte er es sein können. Die Frage ist, wen setze ich denn gegen ein Gardevoir ein? Am besten Stahlattacken, aber habe ich das? Nein.
Ich bin neutral. Ich glaube, ich bin nicht sehr effektiv mit Feuer, aber neutral hiermit. Oh nein, es boostet sich. Nein, danke. Ehrlich. Relaxo. Alles klar. Dass sie nur Shinies hat. Oh nein, das Muster, es sieht aus wie Totoro. Sehr gut. Sehr gutes Shiny. Gefällt mir. Okay. Ha, selbst nach dem ganzen Training konnte ich dich immer noch nicht besiegen. Aber ich bin froh, dass du gewonnen hast. Es ist schön, dass du immer besser wirst. Wie auch immer, wie ich sagte, wir sind bald in Akuva Town. Bald danach werden wir zum Ocean Pier gehen und Elita dort absetzen. Dann die MS Oceana-Leute und dich. Nach allem werde ich wieder allein sein. Dort, wo ich herkam. Es hat Spaß gemacht. Gute Nacht, Miri. Am nächsten Morgen. Ich wette, ich muss meine Pokémon heilen. Das Spiel setzt dich immer so hin und sagt, am nächsten Morgen, aber es heilt deine Pokémon nicht. So. Wo muss ich denn hin? Muss ich raus? Naja. Guten Morgen, Miri. Hast du gut geschlafen? Wir sind gerade an Neverwinter vorbei und wir sind bald bei den Evergreen Island. Was bedeutet, Akuva Town ist bald am Horizont zu sehen. Sag, Miri, reist du gerne? Ja, reisen kann Spaß machen. Jetzt gerade allerdings, die Umstände könnten besser sein. Ich allerdings, ich reise gerne. Ich war schon an ein paar Orten außerhalb der Region, aber noch nicht lange. Wenn es um Avium selbst geht, dann war ich nur auf Route 1 und in Grand Dream City. Dort habe ich Happy getroffen. Es ist peinlich, aber ich denke, ich habe es Happy genannt, weil das einzige Wort, das ich damals sagen konnte, Happy war. Der Professor hat sich immer über diese Geschichte lustig gemacht, aber es war mir egal. Übrigens, wie geht es ihm? Nicht, dass es mich wirklich interessiert oder so. Wie er wurde entführt. Die Ironie ist ja interessant. Nun, das geschieht ihm recht für das, was er mir angetan hat. Okay, ehrlich, was ist los mit dem Nebel? Ich weiß nicht, es ist seltsam. Ich habe keinen Nebel vor uns gesehen. Es ist so, als wäre er plötzlich um uns aufgetaucht. Was ist das? Ich habe einfach keine Lust mehr. Kann ich einfach mal alles gut laufen? Jack, ich fliege, ich fliege. Irgendwas stimmt nicht. Könnte es... Bleibt alle weg von den Rändern des Schiffs und haltet euch fest. Hä? Was passiert hier? Check ich. Fliege. Saki, haltet euch fest. Miri, halt dich fest. Was tust du? Woran halte ich mich fest? Am Boden? Was ist passiert? Geht es allen gut? Knochen tun weh. Das war ganz schön hart, aber ich fühle mich okay, denke ich. Ist es irgendwie wärmer geworden? Nein, du hast recht, es ist viel heißer und das Schiff bewegt sich nicht. Ja, da vorne ist auch Sand. Natürlich bewegt es sich nicht. Guckt euch doch mal um. Wo sind wir? Wir sind gestrandet. Aber das kann nicht... Der Strand, ich war hier schon vor einer langen Zeit. Die Küste, an der wir angekommen sind. Es ist ein Strand, der zu den Terachuma-Inseln gehört. Terachuma-Insel? Aber das ist unmöglich. Wir waren gerade bei den Evergreen-Inseln. Das ist nördlich, nicht südlich. Wie groß ist das Schiff? Also die Schiffe, die ich so sehe, sind nicht so klein, dass man einfach runterspringen kann. Ja, das ist wirklich ein Strand mit schönem Sand. Ich war noch nie auf tropischen Inseln. Das ist sicher interessant. Ha. Warum sind wir denn jetzt in Terachuma? Ich denke, das ist eindeutig, aber warum würde sie so eingreifen?
Sam, ich gehe jetzt raus und sehe nach dem Teleport. Hallo? Da! Hey Sam! Was ist los, Alex? Und was ist der Code dafür, dass ein Schiff aus heiterem Himmel auftaucht und an der Küste auftaucht? Hä? Das ist ein Code Orange. Warum haben sie einen Code dafür? Ah, ich sehe. Dann Code Orange. Hey Sam. Ja? Code Orange. Was? Ich sagte Code Orange. Hi. Nun, das ist definitiv ein Code Orange. Hallo, schön euch zu treffen. Ich hoffe, es macht euch nichts aus. Wir müssen euch nach Kakori Village bringen, um euch zu befragen. Zu befragen? Wo sind denn die anderen Menschen auf diesem Schiff? Ich denke, wir sind einfach so aufgetaucht. Das ist wahrscheinlich nicht normal. Aber wir müssen uns erst um etwas anderes kümmern. Oh, das ist richtig, Saki. Es ist so schnell passiert, ich habe es ganz vergessen. Als das Schiff da durch ist, durch dieses Ding, wurde sie an der Seite rauskatapultiert. Auch wenn wir noch nicht an der Insel waren, ich denke, sie wird nicht so weit weg sein. Ha. Und du denkst, wir glauben das? Das ist ja eine krasse Geschichte. Ja, wenn man sich das näher anguckt, dann scheint das Schiff voller Team Xen-Banner zu sein. Das habe ich gar nicht bemerkt. Sorry, Team Xen, ihr könnt uns nicht reinlegen. Diese Insel ist frei von Ärger und das werden wir nicht zulassen, dass sich das ändert. Wartet, bitte, das ist nicht so. Miri? Miri, lass uns zusammenkämpfen. Ist doch egal, wir werden Terajuma Island beschützen. Okay. Pokémon Ranger. Auf geht's. Alles klar. Aqua-Chat, das ist ja nett. Weg mit Pilipa erstmal. Oh, Ampharos. Irgendwie hängt das Spiel gerade ganz schön, oder? Hier kommt das echte Togekiss. Togekiss, mach doch das andere erstmal weg. Autsch. Na. Dann halt nicht. Wer von euch ist schnell genug? Ah, ich hätte Druckschlag nehmen können. Egal. Jetzt machen wir das so. Ey, was machst du denn jetzt nicht das Kampf-Pokémon weg? Das war fies. Jetzt aber. Was ist, er hat noch eins. Ach ja, das. Ich erledige das. Fies! Ich wollte das erledigen. Kommt ihr einfach mit ihrem Turbo-Tempo. Ja, Miri, wir sind ein tolles Team. Ha, wir sollten zurück nach Kakori Village gehen und Gravli... Gravli? Informieren. Ist auch egal. Wir werden euch alle festnehmen und euch dann übergeben. Würdet ihr endlich aufhören? Wir gehören nicht zu Teams kennen. Wir wurden von ihnen gefangen, aber wir sind entkommen. Das ist alles. Wenn ihr immer noch nicht vertraut, dann zählt euch meine Trainerkarte an. Ah, die Trainerkarte. Da ist eine offizielle Liga, ein offizieller Liga-Stempel drauf. Oh, das ist das gleiche Emblem wie bei Crawley. Das muss echt sein. Glaubt ihr uns jetzt? Es ist schwer nicht zu glauben. Okay, wir glauben euch. Aber ihr solltet wahrscheinlich das Schiff vom Strand runterbekommen. Es gibt einen Hafen hier in der Nähe. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn ihr das Riesending da versteckt. Okay, wir bringen es vom Strand runter. Aber es gibt ein kleines Problem. Keine Sorge, unsere Pokémon werden helfen, den gestrandeten Wal zurück ins Wasser zu bringen. Wir bringen euch dann in unser Dorf und dort werden wir uns um alles kümmern. Danke. Das wissen wir zu schätzen. Dann los geht's. Okay, das war sehr interessant. Was passiert denn jetzt? Was ist der Plan? Wo muss ich hin? Verwirrend. Der Arme. Er denkt nur, das wäre seine Schuld gewesen. Was war das? Milia wusste eindeutig, was das war. Terajuma. Wie schön. Naja, und das Schiff passt in diesen Hafen. Süß. Aha. Okay. Gibt es hier im Pokémon Center oder so das? Adam, hi.
Es ist heiß. Okay. Alles klar. Hi. Wenn du mir gesagt hättest, dass wir plötzlich in Tirachuma auftauchen, hätte ich gelacht. Wie kommen wir denn überhaupt hierher? Ja, das ist eine gute Frage. Kann ich dir auch nicht beantworten. Wir wollen jetzt in den Dschungel gehen. Wann du bereit bist, dann geh rein. Was denkst du, was ich von Tirachuma halte? Ich weiß, dass dieser Ort existiert, aber ich war noch nie hier. Ich denke, das hier ist meine Chance. Ich mag es bisher. Erinnert mich an zu Hause. Bist du okay? Ah, danke, dass du dir Sorgen machst, aber mir geht's gut. Ich bin nur ein bisschen seekrank. Das ist alles. Es gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Oje. Hä? Mich? Ich genieße das schöne Wetter. Diese schönen Strände, das Wasser. Was könnte man mehr wollen? Warum guckst du mich so an? Weil ich das Wasser so schön finde als Feuertyp. Es ist kein Geheimnis, dass ich Wasser nicht mag, aber ich kann es doch trotzdem wertschätzen, nicht wahr? Okay. Alles klar. Leute, ich würde sagen, in den Dschungel gehen wir morgen in der nächsten Folge und gucken uns an, was hier auf der Insel passiert ist. Ich bin verwirrt. Irgendjemand muss uns erklären, was passiert ist. Ich hoffe, Milia tut das auch mal. Sie hat mir nicht mehr erklärt, warum sie nicht tot ist. Das ist so verwirrend. Ja, Leute, wir sehen uns zur nächsten Folge morgen wieder. Bis dahin, macht es gut und tschüss.